Warum müssen großartige Videos verständlich sein und für wen müssen großartige Videos verständlich sein? Das klären wir heute in dem dritten Tipp meiner Serie Die 6 ultimativen Tipps für großartige YouTube-Videos. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin Ayan und heute geht es um die Verständlichkeit von Videos. In den letzten beiden Teilen der Serie habe ich darüber gesprochen, wie man Videos dreht, die geteilt werden und warum es so wichtig ist, regelmäßig Videos zu machen und auch immer wieder Formate zu machen. Wenn ihr die Videos noch nicht gesehen habt, findet ihr die da oben. Heute soll es um Verständlichkeit gehen und ich glaube, dass jeder versteht, dass die Videos für die Zuschauer verständlich sein müssen. Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen und sagen, die Videos sollten möglichst für jeden verständlich sein. Was meine ich damit? Auf YouTube kann theoretisch jedes Video eines Kanals das erste sein, was wir von diesem Kanal sehen. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, jedes Video, was wir machen, hat potenziell Zuschauer, bei denen das erste Video ist, was sie von unserem Kanal sehen. Die meisten Nutzer entdecken die Inhalte über soziale Netzwerke, weil Freunde das geteilt haben, über die Suchfunktion von YouTube oder auch von Google oder über diese vorgeschlagenen Videoinhalte, die man auf der Seite neben den Videos sieht. Da kann man immer noch auf weitere Videos klicken. Und wenn ihr das darüber sehen, dann kann es gut sein, dass das erste Video ist, was sie von dem Kanal sehen. Und für diese Zuschauer müssen die Videos auch verständlich sein. Das heißt, Videos sollten Zuschauer, die das erste Mal auf dem Kanal sind, auf keine Fälle ausschließen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch vor allem was man bei seriellen Formaten im Hinterkopf halten sollte. Also wenn man in jedem Video eine einzelne Sache erklärt und die haben nicht viel miteinander zu tun, ist das wunderbar. Aber wenn man zum Beispiel Serien auf YouTube anfängt, sei es Tutorial-Serien, wo man Sachen hintereinander erklärt, die aufeinander aufbauen, oder aber auch Serien, die Scripted Content sind, die halt, also Serien, die mehr funktionieren wie eine Fernsehserie, wie man die kennt. Egal was, wenn man serielle Formate hat, die aufeinander aufbauen, dann ist es natürlich extrem blöd, wenn jemand auf ein späteres Video kommt und einfach gar keine Ahnung hat, was da gerade vor sich geht. Und da man auf YouTube immer zufällig auf irgendein Video stößt oder meistens zufällig auf irgendein Video stößt und nicht aktiv nach dem sucht, kann es halt häufig sein, dass wir neue Zuschauer da haben. Und um die nicht abzuschrecken, sollte man immer im Hinterkopf behalten, vor allem wenn man auch serielle Formate plant, wie kann man es schaffen, dass auch neue Zuschauer diese Formate verstehen und dass sie nicht abgeschreckt sind von denen. Also, was könnten konkrete Handlungsschritte sein, die wir gehen können, um zu gewährleisten, dass die Videos verständlich sind, auch für neue Zuschauer? Erstens, ganz klar, habt immer den neuen Zuschauer im Kopf, wenn ihr Videos schreibt oder dreht. Würde neuer Zuschauer das verstehen? Überlegt euch das einfach, wenn ihr das Video schreibt. Zweitens, baue Kontext ein, falls nötig. Also, falls du dich auf vorherige Videos beziehen möchtest, setze nicht Sachen, die du in vorherigen Videos erklärt hast, einfach als gegeben voraus, sondern zeige den Leuten entweder, hier findet ihr das Video, dann, so wie ich das manchmal mache, dann baut man hier oben dieses i ein oder man kann auch ein komplettes Bild einbauen, wo die Leute dann draufklicken können oder eine Anmerkung, egal. Hauptsache, die Leute haben eine Möglichkeit, auf dieses alte Video zu gehen und sich diese Hintergrundinformation zu holen. Oder man fasst es ganz kurz zusammen. Wenn man in dem Video so Sachen hat, die auf Hintergrundinformationen aufbauen, ist das ziemlich, ziemlich wichtig. Und wenn man den zweiten Teil zum Beispiel macht von einer zweiteiligen Videoserie, sagt man zum Beispiel am Anfang, das hier ist der zweite Teil, den ersten Teil findet ihr hier, guckt euch den erstmal an und dann kommt ihr hierhin wieder zurück. Und dann kann man voraussetzen, dass die Leute das gesehen haben und man wirft die Leute, die zum ersten Mal auf dem Kanal sind, nicht völlig ins kalte Wasser. Drittens, wenn ihr serielle Inhalte veröffentlichen möchtet, dann erklärt am Anfang doch ganz kurz, was für Hintergrundinformationen für die Zuschauer nötig sind. Also man kennt das manchmal von Fernsehsendern, da kommt am Anfang immer so, in den vorherigen Folgen ist das und das passiert, ein kurzer Zusammenschnitt. Sowas könnte man machen. Oder man gibt am Anfang mündlich einfach kurz den Kontext. Das hilft Leuten, die das erste Mal auf diesem Video sind, auch diese Folge verstehen zu können, wenn sie nicht alles gesehen haben. Und das ist auf YouTube natürlich unglaublich wichtig. So, ich hoffe, ihr habt was gelernt und könnt das jetzt für eure Videos umsetzen. Überlegt euch immer im Hinterkopf, würde ein neuer Zuschauer das verstehen? Das war ein kurzer Tipp, aber glaube ich ein sehr, sehr wichtiger auf YouTube. Falls ihr die vorherigen Videos dieser Serie noch nicht gesehen habt, guckt euch die gerne an. Hier findet ihr, wie ihr Videos erstellt, die geteilt werden. Und hier findet ihr das Video, warum Kontinuität auf YouTube so wichtig ist. Also warum man regelmäßig Videos machen sollte, warum man immer an den gleichen Tagen Videos machen sollte, warum man immer gleiche Formate machen sollte und so weiter. Wenn euch mehr rund um das Thema YouTube interessiert, wie ihr einen großartigen Kanal aufzieht, dann abonniert den Kanal. Dann werdet ihr auch in den nächsten Tipps in dieser Serie 6 ultimativen Tipps für großartige YouTube-Videos werdet ihr die nächsten Tipps auch bekommen und erfahren, was ihr noch tun könnt, um eure Videos auf ein neues Niveau zu heben. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.